Das ist natürlich sehr schade. Sie soll stolz auf dich sein. Wenn sie mehr darüber wüsste, was du getan hast, wäre sie bestimmt stolz. Oh, wenn sie wüsste, was ich alles getan habe, würde sie mich nie mehr aus den Augen lassen. Tut mir leid. Hat Officer Singer irgendwas mit unseren Beweisen gemacht? Nein. Harlow ist stark wie eh und je. Jemand muss ihn aufhalten. Ob nun wir oder Officer Singer. Wenn jemand Monster wie ihn im Matabeleland gestoppt hätte, würde mein Vater noch leben. Was genau ist mit deinem Vater passiert? Es war ein schöner Tag. Meine Mutter kümmerte sich um einen kranken Nachbarn und so galoppierten mein Vater und ich durch die Savanne. Galoppiert? Dein Vater war auch ein Animagus, nehme ich an. Er konnte sich in eine prächtige Giraffe verwandeln. Er trug mich auf dem Rücken und ich hielt mich an seinem Hals fest. Wir waren auf dem Heimweg, als wir eine Gruppe von Banditen überraschten. Sie kam aus unserem Dorf. Einer sah mich, als er gerade das Tuch vom Gesicht nahm. Er schrie und zielte dann mit seinem Gewehr. Er wollte nicht, dass du ihn identifizierst. Genau. Mein Vater krümmte seinen Hals, um mich zu schützen. Und wurde getroffen. Als er fiel, nahm mein Vater wieder menschliche Gestalt an. Als die Banditen das sahen, rannten sie panisch davon. Magie machte ihnen Angst. Und dann war er tot. Und das war meine Schuld. Deine Schuld? Wie meinst du das? Er starb, um mich zu schützen. Wäre ich fähig gewesen, mich selbst zu schützen, wäre er heute noch am Leben. Meine Mutter und ich versuchten, ohne ihn weiterzumachen, aber es wurde uns dort zu viel. Ein paar Jahre später zogen wir nach Schottland. Das tut mir natürlich sehr, sehr leid für Nutty. Aber Respekt an den Vater, dass er sich geopfert hat für ihr Leben. Was würde dein Vater von dem halten, was wir machen? Glaubst du, dein Vater wäre einverstanden mit dem, was wir tun? Oh je, das ist eine gute Frage. Theoretisch ja. Obwohl er sich sorgen würde, wie meine Mutter. Aber gerade er würde meine Verbissenheit sicher verstehen. Mein Vater hat nie einen Kampf für das Gute gescheut. Egal wie rücksichtslos der Feind war. Und ich glaube, es hätte ihn gefreut zu wissen, dass ich einen Kameraden wie dich habe. Das hört sich doch schön an. Wie geht es deiner Mutter? Und was hält deine Mutter von der ganzen Sache? Nun, wie du gesehen hast, macht sie sich große Sorgen. Ich glaube, es macht ihr bis heute zu schaffen, dass sie als Seherin den Tod meines Vaters nicht vorhergesehen hat. Sie vermisst ihn, genau wie ich. Darum versteht sie wohl mein Bedürfnis, für Gerechtigkeit zu sorgen, wann immer ich kann. Aber das heißt nicht, dass sie es gut heißt. Sind immerhin zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Bist du auf Rache aus? Willst du die Erschwinderinnen ausschalten, um deinen Vater zu rächen? Nein. Rache treibt mich nicht an. Das würde mein Vater nicht wollen. Er und meine Mutter lehrten mich, dass es ein Privileg ist, für all jene zu kämpfen, die es nicht können. Auch wenn das manchmal heißt, ein Risiko einzugehen, ist es das wert. Ich bin froh, dass du das auch so siehst. Das tut mir leid für dich, Nutty. Das tut mir wirklich, wirklich leid. Es tut mir leid, was du durchmachen musstest, Nutty. Dein Vater war bestimmt außergewöhnlich. Das war er. Wahrhaft außergewöhnlich. Danke für die lieben Worte. Wir tragen alle eine Last. Mein Vater hatte dazu ein Sprichwort. Ja, ich erinnere mich. Der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Ganz genau. Bald bereiten wir den Erschwinderinnen ein Ende. Und Harlow nehmen wir uns als erstes vor. Und wenn er weg ist, werden wir uns um Rookwood kümmern. Wir machen Fortschritte. Wir werden erfolgreich sein. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Du verdienst all das Lob, das du bekommen hast. Dankeschön. Und mir tut's wirklich leid. Habe ich denn die Tür hier hinten schon offen? Nein. Baum. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist die 9. Und die 7 ist die 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der Oktopus. Also kannst du ja nur die 9 plus 7 sind wir bei 16 bis zur 24. Fehlen noch 8. 0, 1, 2. Also kannst du da die Spinne sein. Jo. Denn da unten 11, die Eule ist 0. Also 3. 0, 1, 2, 3. Dieser komische Drache da. Aber wo finde ich denn jetzt?
Revelio. Wo war denn das? War das hier oben? Ich weiß das nicht mehr. War das hier oben, ist die Frage. Oh je, das jetzt nochmal suchen. Habe ich das überhaupt schon jemals gesehen? Nee, hier oben kann das nicht sein. Warum sollte es hier oben sein? Was war das, der Drachen, ne? Der dreiköpfige. Ich gehe nochmal ganz kurz gucken und dann suchen wir das nochmal. Aber so weit kann das doch gar nicht weg sein. Nee, die 0123 war die dreiköpfige Schlange. Ach. Wow. Da haben wir es schon. Jupp, das. Aua. Ich wollte die Tür aufmachen. Aber das war richtig. Schön. Hier haben wir was. Und hier hinten. Lol, die Ruhe kann ich auch noch nicht. Sick. Sick, sick. Revelio. Dann haben wir auch diesen Raum abgeschlossen. Ja, ich weiß auch am Anfang, wo ich mich so gequält habe, dass das richtig sein wird. Entschuldigung, wo ich es einfach nicht verstanden habe, wie das funktioniert. Oh je. Poppy. Warte mal, die Quest war nicht ausgewählt. Das finde ich nicht gut. Hallo, Aufträge, bitte. Und jetzt Karte. Wo ist denn Poppy? Weltkarte, da oben. Ach, stimmt. Ja. Okay, ich weiß. Wir müssen nochmal zu dieser einen Stadt gehen, weil da gab es noch ein Tor, was wir aufmachen können und wo wir auch reingehen können. Mich würde actually schon interessieren, was da drin ist. Wie schön das hier aussieht. Ist der See wenigstens gefroren? See sage ich schon. Ja, doch, doch. Nein, ist aber, ist er leider tatsächlich nicht. Ein bisschen schade. Da ist... Ich schaffe das, ich krieg das hin. Er will sicher helfen. Werden wir hier die Zentauren treffen? Tja, sie wissen nicht, dass wir kommen. Also ist es weniger ein Treffen, als vielmehr eine Überraschung, oder? Das wird Ihnen bestimmt nicht gefallen, nein. Das gefällt mir nicht. Ich glaube nicht, dass Sie sich freuen, überrascht zu werden. Wir haben keine Wahl, wenn wir die Schnatzer schützen wollen. Sicher können Sie erkennen, dass wir es ernst meinen. Sie haben etwas so Allwissendes an sich. Fast schon beängstigend. Zentauren sind für ihre Weisheit bekannt. Zentauren wissen auch nicht alles. Ich schätze, Sie sind dafür bekannt, quasi allwissend zu sein. Das trifft es auf den Punkt. Ich habe nur... Ach, egal. Was ist denn? Es ist nichts. Wir haben nichts zu verheimlichen. Stimmt. Wir sind einfach ehrlich und sagen Ihnen, was wir vorhaben. Dann müssen Sie uns doch helfen, oder? Ja, natürlich. Du hast vollkommen recht. Wir treffen uns mit Ihnen, erzählen Ihnen von den Schnatzern und es geht sicher alles gut. Was glaubt ihr, was ihr hier macht, Menschen? Bitte! Wir wollten mit euch sprechen. Ah, du willst wohl erzählen können, wie du mit einem Zentauren gesprochen hast, der dir sogar antwortete. Nein, niemals! Wir brauchen einfach eure Hilfe. Genug! Herzukommen war ein großer Fehler von dir, kleine Hexe. Lass sie in Ruhe, Alec. Wir tun Kindern nichts. Das ist nicht unsere Art. Nicht so anmaßend, alter Narr. Ich führe diese Herde an, während du an unserer Art festhältst, schlachten ihresgleichen weiter unbekümmert Wesen wie uns ab! Soweit ich weiß, taten sie nichts dergleichen. Wir werden sie daher gehen lassen. Hör gut zu, Doran. Wenn ich sie je wiedersehe, schlage ich euch allen dreien den Kopf ab. Törichte Kinder, wisst ihr, was hier mit Zauberern passiert? Nun, folgt mir, bevor ich... Goldene Schnatzer existieren noch und die Wilderer suchen sie!
Sie wissen, dass das Mondlicht der Schlüssel zu ihnen ist, aber sie verstehen es nicht ganz, noch nicht. Bitte helft uns, die Schnatzer vor den Wilderern zu finden. Kann es sein? Im Süden ist eine Höhle, in der sich das befindet, was die Wilderer suchen. Ein Mondstein. Holt ihn und legt ihn in den Steinkreis im Wald. Ich hingegen muss zu meiner Herde. Kommt zu mir, wenn ihr fertig seid. Ich verstehe das nicht. Also geht es bei dem Mondlicht im Notizbuch gar nicht um echtes Mondlicht, sondern um einen Mondstein? Was haben Mondsteine mit Schnatzern zu tun? Und warum war er sich so sicher, wo wir einen finden könnten? Und vielleicht die Dominogeister was damit zu tun? Irgendwie erschießt sich ja gerade so ein kleines Bild. Sind Mondsteine nicht gewöhnlich? Sind Mondsteine nicht überall? Warum einen aus einer Höhle holen? So wie ich Zentauren kenne, meint er wohl einen bestimmten Mondstein. Wir verstehen es sicher, wenn wir ihn sehen. Ich glaube ihm. Zentauren wissen vieles. Er war ärgerlich kryptisch. Er hätte sich klarer ausdrücken oder kurz unsere Fragen beantworten können. Zentauren sind kryptisch. Oma sagt, niemand drückt sich umständlicher aus. Es ist schade, dass er so schnell verschwunden ist. Wie hieß er? Doran? So nannte ihn der Anführer der Herde. Wenn Doran mehr weiß als wir, sollten wir gleich etwas unternehmen und später nachfragen. Ich gehe in die Bibliothek und suche Hinweise zu dieser Höhle. Ich melde mich, wenn ich was finde. Mach das. Oh je, was wir noch so alles herausfinden. Jetzt arbeiten wir mit den Zentauren zusammen, obwohl wir ja eigentlich Mensch und Zentauren sehr stark verstritten sind. Oh je. Gut, egal. Wir wollen jetzt mit zu Sebastian. Okay, reicht. Genau, zu ihm wollen wir jetzt und da die Aufgabe wieder. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Das ist richtig. Sieht auch sehr schön aus. Oh ja, okay, nice, danke. Du hast nämlich gerne so mit und lass ich auch gerne so stehen. Hallo Hund. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Das hast du gut erkannt, aber ich frage mich auch gerade, wo das hier hingeht. Okay, nice. Dankeschön. Okay, nice. Nimm mich mit. Sage ich jetzt nicht nein dazu. Hundi. Oh, guck mal, sind auch noch Ballons. Die nehme ich gerne alle mit. Also Ballons sage ich doch nicht. Was ist denn das da hinten für ein großes Tor? Oder sehe ich das einfach gerade nur falsch? 2, 3, 4, 5. Genau, dann haben wir hier alle. Also alle 5. Ich glaube, uns fehlt dann immer noch ein bisschen. Und dann ist eine Landeplattform. Die stehen nicht gesammelt mit der Belohnung im Herausforderungsgebiet. Nice. Ah, Landeplattform abgeschlossen. Wie cool. Aber was ist denn das hier? Es wird ja anscheinend bewacht. Wo sind wir hier? Wir können auch da rein. Hier ist nichts. Da ist ein Troll. Warte mal, das dann nehme ich gerne mit, weil dann müssen wir schon mal nicht hier hin. Ich glaube, hier wird Renrock, oder wie er heißt, auf uns warten. Das Einzige, was ich mir erklären kann. Ja, weiß ich nicht. Für wen? Wir haben ja ein Lager. Ich hätte vielleicht nicht hier oben landen sollen. Inferius. Ja, okay, die sind jetzt nicht so schwer. Inferius.
Mhm. Die sind jetzt nicht so schwer, die sind ganz entspannt. Revelio. Sind denn hier noch welche? Ah, guck mal. Ich dachte, das ist ein Banditenlager oder irgendwas dergleichen, aber dem war wohl nicht so. Imperio versteckt. Ach, so. Okay, nice. Das ist jetzt nicht schwer, das eine. Okay, dann müssen wir das andere wieder verwenden. T, ne? Ja. Was sollten wir von unten verwenden? Guck mal, die können wir kaputt. Oh. So. Herr, wozu ist das da? Verstehe ich nicht. Jetzt können wir ja theoretisch wieder repairen, aber warum? Komme ich hier hoch? Nein, schade. Aua. Wo haben wir denn? Da hinten haben wir es. Nein. Ich wollte Reparo machen, genau. Denke ich doch, das hier bestimmt auch, oder? Nein, geht nicht. Landen ist möglich. Ich wüsste leider nicht, wozu das... Jo, okay, warte mal, hier. Okay, dann haben wir anscheinend jetzt hier alle. Das ist auch erledigt. 36. Was ist Max-Level? Ich weiß es immer noch nicht. 40. Würde ich stark davon ausgehen. Was ich halt sick finden würde, wenn Hogwarts wirklich nochmal ein DLC oder irgendwas dergleichen bekommt, der die Story noch ein bisschen an einer anderen Stelle irgendwie fortsetzt. Darüber würde ich mich auch freuen. Aber ich glaube nicht, dass das kommen wird. Egal. Gut, ich mache kurz eine kleine Pause, bin sofort wieder da. Es geht sofort weiter mit Hogwarts Legacy. Ich denke mal noch eine Stunde und dann, oder zwei, ich weiß es noch nicht. Wir gucken mal und dann, ja. Holt euch was zum Essen, holt euch was zum Trinken. Bin gleich wieder da. Bis gleich. Sich in eine ziemlich persönliche Angelegenheit eingestellt. Die Demigeist-Statuen und die darin enthaltenen Monde wurden aus gutem Grund an ihren Plätzen aufgestellt. Okay. Sie sollten sich nicht in die persönlichen Angelegenheiten anderer einmischen. Okay, wer bist du? Mr. Pemberton wollte bestimmt nicht sein eigenes Briefpapier nutzen. Er weiß etwas über die Demigeist-Monde. Offenbar ist er in Hogsmeade. Ich sollte ihn mal besuchen. Das machen wir. Nach dem hier. Ich habe die Eule bekommen. Danke. Schön, dich zu sehen. Ich habe Scharen von Renrocks Anhängern von der Küste kommen sehen. Einer sagte, sie wollten zu einer anderen Höhle, wie die, die wir gefunden haben. Wieso sind sie uns immer voraus? Sie wissen unmöglich vom Triptychon. Ich weiß es nicht. Ich habe noch eine Erinnerung gesehen. Von einer Hüterin namens Neve Fitzgerald. Sie war verunsichert von Isidoras Gebrauch der alten Magie. Aber ich weiß immer noch nicht, wie das alles mit Renrock zusammenhängt. Diese Hüter treiben sicher nur Spielchen mit dir. Du musst mehr Informationen verlangen. So funktioniert das nicht. Um Zugang zu einer Erinnerung zu erhalten, muss ich eine Prüfung bestehen. Das ist nicht so einfach. Sie zeigen mir die Erinnerungen in einer Reihenfolge. Sie... Entweder vertrauen sie dir nicht oder du mir nicht. Interessiert Anslight dich überhaupt? Vielleicht sollte ich das alleine tun. Doch, natürlich, aber ich bin es leid, mich zu rechtfertigen. Vielleicht sollten wir getrennte Wege gehen. So meinte ich das nicht. Wir bekommen einfach keine Antworten. Ich brauche Antworten. Für Anne. Ich weiß. Also, schauen wir, warum das Triptychon uns herführte? Na los, schnell, ehe man uns bemerkt. Im Schatten des Berges. Ich sah, wie ein paar von Renrocks Leuten da vorne den Weg verließen. Warum? Oh. Raubzüge, schätze ich. Dieser Berg diente zum Schutz der Wertsachen der Dörfer.
Er ist jedoch verlassen, seit Ranrock die Küste erobert hat.